Versteht mich jeder? Ich denke schon, ne? Kann ich mir das Mikro sparen? Gut, fange ich mal an. Thema des Vortrags: Open Source Business Modelle, hört sich erstmal toll an. Wird hoffentlich auch toll. Ich möchte kurz was so über, nur zwei, drei Worte über mich erzählen. Also, mein Name ist Robert Deutz. Links oben sieht man meinen favorierten Arbeitsplatz, das ist bei uns zu Hause auf dem Balkon. Ich komme aus Aachen. Ab und zu mache ich mal Urlaub, aber habe auch ziemlich viel mit Joomla zu tun, mit JN Beyond, bin mit dem Board of Directors von Open Source Matters. Und ja, das ist das letzte Leadership Meeting, JN Beyond, on the rooftop in Chicago. Ich möchte auch noch so ein bisschen, was ich vermitteln möchte, ist auch mein Gedanke, wie man im Open Source Umfeld Business betreibt, hat sich sicherlich verändert in den letzten Jahren. Und möchte Ihnen so ein paar Aspekte zeigen oder erläutern, die auch meine Welt vielleicht ein bisschen verändert haben. So, gut, legen wir los. Worum geht's? Also im Grunde genommen geht es darum, dass wir irgendein Business machen und dafür eine gewisse Leistung erbringen, dafür entlohnt werden. Irgendwie müssen wir alle unsere Rechnungen bezahlen. Also es geht letzten Endes um Kohle. Diesen Effekt habe ich jetzt gerade vor kurzem in Keynote gefunden. Ich habe immer gefragt, wie Steve Jobs das immer auf dieser komischen Konferenz macht, wenn die dann so diese Preise, diese 99 Dollar runterfallen lassen oder sowas. Und das ist genau dieser Effekt, nennt sich Amboss, falls mal jemand sucht. Komm noch. Benutze ich bei fast jedem dritten Slide. Das fehlt noch. Gut, also ich denke, dass wir mit dem Open Source ein gewisses Ökosystem haben und dass wir sowohl Leute brauchen, die das aus Spaß machen, als auch Leute brauchen, die da für Geld nehmen, Profit erzielen und so auf dem Markt auftreten. Im Grunde genommen haben wir hier immer diese Diskussion, die auch auf dem Projekt geführt wird, das ist, ist Joomla ein Produkt oder ist Joomla ein Projekt? So, und seitens des Joomla-Projekts wird immer der Projektgedanke in den Vordergrund gestellt. Sicherlich ist das eine richtige Sichtweise, das so zu machen. Ehrlicherweise muss man allerdings auf der anderen Seite sagen, ohne Geld geht's nicht. Also wir müssen Hosting bezahlen, wir brauchen irgendwie andere Sponsoren. Letzten Endes steckt da irgendwo Geld hinter. Also Geld war immer ein Thema und ist auch immer ein Thema im Joomla-Projekt gewesen. Und von daher denke ich, ist es eher eine Symbiose. Also beide Aspekte sind wichtig. Und ich denke, dass es bei Joomla auch eine ganz gesunde Symbiose ist, die wir da haben. Wir haben einen Business-Aspekt, wir haben einen Aspekt, der sich mehr auf Freiheit und diese Sachen beschränkt. Nicht beschränkt. So. Jetzt ist die Frage, was man auch oft in diesen ganzen Diskussionen mitbekommt, ist das, aber ich mache doch die ganzen Sachen umsonst und irgendwie andere Sachen und andere Leute nutzen das und machen damit Geld. Im Grunde genommen, wir haben alle wirklich die Freiheit, Nein zu sagen. Und die Leute, die das aus Spaß machen, die sollen das doch aus Spaß machen und sich dann nachher überlegen, jetzt nutzt es aber jemand anders, der macht damit Geld. Dann ist das eben so. Man hat auch die Freiheit, damit selber Geld zu machen. Und von daher nutzt die Freiheit und dann ist das aus meiner Sicht soweit in Ordnung. Um jetzt ein bisschen in das Thema einzusteigen, möchte ich ganz kurz was zur GPL sagen, also dieser Lizenz, unter der Joomla steht. Drei, vier Worte dazu. Zum einen ist es, Sam möchte den Vortrag auf Erweiterungen und auf Businessmodelle beschränken, die unter GPL stehen. Also wenn ich über Erweiterungen spreche, dann meine ich immer Erweiterungen, die von Joomla abgeleitet sind und damit unter GPL stehen. Es gibt noch so ein paar andere interessante Aspekte, da spielt dieser Copyleft-Effekt eine Rolle, dass man also auch bestimmte andere Lizenzmodelle machen kann. Da will ich aber gar nicht drauf eingehen, das ist alles furchtbar kompliziert und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch nicht verstanden. Das ist ein Effekt, der besagt dann eben auch, dass man Sachen, die unter GPL stehen, eben nicht einschränken darf in der Verwendung und man muss den Source Code verfügbar oder einsehbar machen.
Das sind im Grunde genommen GPL. Das sind alles Sachen, die eben bei Joomla auch, die bei Joomla so sind. Okay. Was darf nicht? Im Grunde genommen muss man das ein bisschen in Anführungsstrichen setzen. Was darf nicht? Man kann das eben alles immer auch anders sehen. Und letzten Endes müsste man die ganzen Leute verklagen, die irgendwas machen, was nicht in Ordnung ist. Also wo wir der Meinung sind, sage ich jetzt mal von Open Source Matters Seite, das nicht in Ordnung ist. Man kann aber davon ausgehen, dass wir dafür auch weder Geld noch Zeit noch ich persönlich keine Lust haben, alle Leute zu verklagen. Das wird sicherlich nie und nimmer passieren. Es gab ein paar Sachen, wo wir Sachen durchgesetzt haben. Das war aber ganz crazy Sachen. Es ist dieses tolle, zum Beispiel dieses Einkaufszentrum in Indien, was das Joomla-Logo benutzt hat und so. Und das ist, macht es jetzt auch nicht mehr. Das Ganze bitte auch nicht irgendwie als Rechtsberatung oder sowas verstehen. Das ist meine persönliche Meinung hier. Und wenn jemand irgendwie ein Projekt aufsetzt oder ein Business aufsetzt und ist da eben nicht sicher, dann bitte suchen Sie sich Beratung bei irgendeinem, der da auch für haftet. Was ich ausdrücklich nicht tue. Für das, was ich hier sage, hafte ich nie. Okay, was dürfen wir nicht? Joomla verkaufen. Ich denke, das ist relativ klar. Man kann sich irgendwie hinstellen und Joomla verkaufen, auch nicht als Download anbieten und sagen, okay, wenn du das bei mir downloadest, dann hast du zu bezahlen. Ein bisschen spitz, finde ich, könnte jetzt sein, aber das ist jetzt mein Service. Also mein Service ist, dass ich Joomla anbiete und dass man das downloaden darf. Da muss man ja mal fragen, das kriege ich doch überall auch umsonst. Also wo ist denn das Alleinstellungsmerkmal? Letzten Endes, und das ist meine Meinung, werden solche Versuche, die es immer wieder gegeben hat, genau als das entlarvt, was sie sind. Das ist Geldmacherei, und zwar die übelsten Sorte. Joomla verkaufen darf man nicht. Kommen wir zur nächsten. Erweiterung anbieten und die Nutzung beschränken. Was meine ich mit Nutzung beschränken? Zum Beispiel nur auf bestimmte Domains. Also du kaufst eine Erweiterung bei mir, darfst sie aber nur auf der Domain benutzen. Du darfst es nur einmal installieren, du darfst es nicht weitergeben oder du darfst es nicht verändern. Alles tolle Ideen, alles verboten. Und zwar folgt dies wieder aus der GPL. Kommen wir zum nächsten Punkt. Erweiterung verschlüsseln. Das ist ein bisschen tricky. Da muss man im Grunde genommen immer den zweiten Schritt betrachten. Erstmal ist da nichts gegen zu sagen. Also man kann natürlich den Binärcode irgendwie verschlüsseln, kein Problem. Dann ist aber die Frage, warum tut man das? Das tut man natürlich nur aus dem Grund, damit die Leute das nicht weitergehen können, nicht einsehen können und so weiter. Okay, das sind so die Sachen, die man im Allgemeinen nicht darf und die man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Und dann stellt man sich, wenn man so aus der Verkaufsgedanken herkommt, dann stellt man sich die Frage, was bleibt denn? Was bleibt mir denn überhaupt, um mein Business aufzubauen? Und Vorsicht! Ein bisschen lasch formuliert, aus dem Brett vor dem Kopf eine Waffe machen. Und zwar im Grunde genommen, das ist zwar eine Einschränkung, aber lasst uns doch bitte die Vorteile nutzen, die diese Einschränkungen bietet. Und auf einen Vorteil möchte ich ein bisschen genauer eingehen, und das ist so ein Vorteil, wo ich denke, der so ein bisschen mein Denken beeinflusst hat und über die Zeit eben, wo ich auch meine eigene Einstellung, wie man Business im Open Source Umfeld machen soll, verändert habe. Wenn wir so von innen gucken, dann sehen wir oft irgendwie, das ist so ein bisschen so motzig und alles verbissen in dieser Open Source Community. Und wir machen uns alle eigentlich immer total schlecht. So, wir sind nicht gut, wir könnten besser sein und alle anderen sind besser und so weiter. Also, ich denke aber, im Grunde genommen ist es schon so, es mag ja ein bisschen verbissen klingen oder ein bisschen verbissen aussehen oder sowas, aber da steckt schon eine ganze Menge Motivation hinter. So, und zur Motivation möchte ich ein bisschen was erzählen. Und zwar gibt es eine Untersuchung
Massachusetts Institute of Technology und United States Federal Research System, die haben also so eine, die haben also eine Untersuchung gemacht und die haben untersucht, wie sieht es denn aus, wenn ich auf der einen Seite Erfolg einer Maßnahme oder Einsatz einer Maßnahme abtrage und auf der anderen Seite das Geld, was ich demjenigen gebe, um eben seine Arbeit zu machen. Das ist so das, was die so erstmal rausgefunden haben. Etwas, was man erwarten würde. Ne? Also ich gebe den Leuten mehr Geld, dann arbeiten die auch härter. So, das ist das, was man erwarten würde. Das stimmt auch, wenn es um einfache Tätigkeiten geht. Also wenn es um Tätigkeiten geht, in denen Leute irgendwie Sachen von A nach B transportieren müssen, dann mehr Kohle, dann machen die das schneller. Fließband, das ist ein typisches Beispiel dafür, Fließbandarbeit. Die Leute kriegen mehr Geld, dann machen die schneller am Band. Wie sieht es jetzt aus, wenn wir uns die komplexeren Tätigkeiten anschauen? Bei den komplexeren Tätigkeiten ist das zunächst einmal genauso. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ab diesem Punkt geht es runter. Das heißt, Leute, die komplexere Tätigkeiten durchführen, die werden ab einem gewissen Punkt gleichbleibend oder werden sogar schlechter in dem, was sie, wie sie performen. Was ganz interessant ist. Also was haben die rausgefunden? Im Grunde genommen, dass es drei Schlüsselfaktoren gibt, um Leute zu motivieren, auch komplexere Tätigkeiten zu machen. Und diese Schlüsselfaktoren sind zum einen, dass es Autonomie, Leute möchten ganz gerne selber bestimmen können, wie sie was tun, was sie tun, möchten mitbestimmen können. Ein weiterer Schlüsselfaktor ist der Wettbewerb, etwas zu kreieren, was besser ist als das, was jemand anders kreiert hat. Auch ein Schlüsselfaktor, um Leute zu motivieren. Und letztlich, die Leute möchten auch einen gewissen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen. Das sind also Faktoren, die ab einem gewissen Momentum, wenn das Geld nicht mehr zählt, die Leute dazu bringt, besser zu performen, bessere Leistungen zu bringen. Und wir kennen das alles so ein bisschen auch aus, also ich denke, wir kennen das alles so ein bisschen, wenn wir auf Joomla gucken oder auf viele andere Open Source Projekte. Wir haben ganz viele talentierte, qualifizierte, tolle Leute, die sich engagieren. Diese Leute, die sind sowieso schon mit ihrer ganzen Arbeit, mit ihrer Familie, mit ihrem Umfeld, die haben sowieso schon total viel zu tun und sind quasi busy. Trotzdem arbeiten die noch unzählige Stunden nebenbei in einem Open-Source-Projekt. Und das total wirklich crazy hier an der Sache ist, die machen das umsonst. Die wollen dafür gar kein Geld haben. Die machen das umsonst und die machen das umsonst aus, im Grunde genommen ist das ja wirtschaftlich nicht nachvollziehbar. Die Leute könnten ja damit Geld verdienen. Das ist eigentlich, das ist irgendwie crazy. Genau, Geld ist out, weil nämlich Menschen an einem höheren Ziel arbeiten möchten. Danke, Hagen. Das war übrigens nicht abgesprochen. Und zwar, diese Leute möchten zu etwas beitragen, was eben größer ist als sie selber, was sie motiviert, wo sie sagen können, boah, daran habe ich mitgearbeitet. Das ist das, was Leute irgendwann ab einem gewissen Punkt eben motiviert. Okay, das ist jetzt alles, das war eine Untersuchung, natürlich alles sehr theoretisch und ein bisschen Konkretes möchte ich dann auch noch loswerden und dazu treffe ich ein paar Annahmen, nachdem ich einen Schluck Wasser getrunken habe. Könnt ihr alle lesen. Also, die Idee, die wir vermarkten wollen, mit der wir ein Business aufbauen, die muss irgendwie gut sein. Also, aus einer blöden Idee lässt sich beim besten Willen irgendwie nicht so viel Geld machen. Es gibt Ausnahmen, ja, aber lassen wir mal die, fokussieren wir uns mal auf die 90%. Es soll grundsätzlich einen Markt dafür geben. Der Erfolg muss nicht unbedingt über Nacht kommen, also man muss ein bisschen einen gewissen Atem haben und Zeit, um eben diese Sache reinzubringen. Und natürlich muss man auch Zeit investieren in diese Sache. Das sind diese beiden. Also die Annahmen, die wir treffen. Was wir jetzt schon gelernt haben, ist,
Das Disketten verkaufen, wer weiß, was Disketten sind? Wissen wir alle. Doofe Frage. Ja, 8 Zoll, ja. Ja, es gab auch noch Lochkarten. Ich habe vor kurzem noch diesen Locher gefunden, wo man die Disketten mit. Okay, also Disketten kaufen funktioniert nicht, haben wir festgestellt. Wenn wir jetzt aber an serviceorientierte Modelle denken, die funktionieren sehr wohl. Open Source oder Open Source Business, der Open Source Bereich ist ein serviceorientierter Bereich. Leute sind gerne bereit, für Service zu zahlen. Das hat Hagen in seiner vorherigen Position auch kurz gesagt, ganz am Ende, dass die Leute dann happy sind. Das war mit diesen komischen lila Typen, die er da hingemacht hatte. So weit möchte ich nicht gehen. Was kann man weiterhin tun, um das eben erfolgreich zu machen? Man kann diese motivierten Menschen einbinden. Man kann das nutzen. Man muss also versuchen, im Grunde genommen mit seiner Idee, die natürlich hervorragend ist und sehr viele Leute auch begeistert, motivierte Leute in die ganze Entwicklung mit einzubinden. Man kann möglichst früh irgendwelche Foren aufmachen. Man kann die Leute auf andere Wege, Mailinglisten, whatever, in Entwicklungen beteiligen. So, also diese Leute in einer gewissen Weise einbinden. Die nächste Empfehlung oder was ich sagen muss, ist, man soll die eigene Software unter GPL veröffentlichen. Wir wissen, können wir uns alle noch daran erinnern. GPL, war das nicht diese License, die uns alles verboten hat, das Ding zu verkaufen? In dem Fall ist das aber ganz gut, weil diese Lizenz erlaubt uns, das, was diese motivierten Leute auf Basis unserer Entwicklung erstellt haben, ebenso zu nutzen, weil es muss unter GPL stehen. Somit ist die GPL in dem Fall gar nicht so schlecht. Marketing. Weiß einer, wie viel Dollar das Joomla-Projekt in den ersten 4 Jahren für Marketing ausgegeben hat? Wie viel? 10. Ja, so 12. Ja, zero. Überhaupt gar kein Geld. Das Projekt hat sich am Anfang ganz selbst getragen. Gar kein Thema. So. Also kann man diesen Momentum auch nutzen, statt Geld für Marketing auszugeben, lässt man das hoffentlich durch eine motivierte Open Source Community propagieren und weitertragen. Gut. Das war jetzt alles so ein bisschen in der Richtung. Jetzt gehen wir mal dahin, wo dann wirklich das Geld zu machen ist. Und dann kommen wir wieder in das Thema Service. Wenn man das Produkt anbietet, dann ist man natürlich selber hoffentlich einer der sich am besten damit auskennt. Also kann man natürlich Ticket-Support anbieten, Reaktionszeiten den Leuten anbieten, den Leuten einen zusätzlichen Service anbieten, dass sie Sicherheit haben, wenn jemand das Produkt, was ich habe, einsetzt, dass er dann auch eine zugesicherte Antwortzeit auf seine Probleme, seine Fragen hat. Business, wenn man es wirklich in einem Business-Umfeld einsetzen will. Man kann den Leuten helfen beim Installieren von Updates und so weiter. Mehrere Möglichkeiten in dem Bereich. Gegebenenfalls passt das Produkt nicht ganz auf Kundenanforderungen. Dann kann man kundenspezifische Anpassungen anbieten. Und man kann sich noch tausende andere Sachen, die ich jetzt einfach mal unter erweiterte Services zusammengefasst habe, irgendwie noch überlegen und kann die auch anbieten. Alles unter dem Stichwort Commercial Support. Und letzten Endes liegt da sowohl in den proprietären als auch eben im Open Source Bereich liegt da schon ein großer Teil des Geldes in diesen Support Bereichen. Okay, brauchen wir noch mehr Argumente? Gegenüber dem Kunden kann man immer anführen, Hit by the Bus. Also, wenn ich mein Produkt auf den Markt gebracht habe und werde überfahren, dann ist es nicht verloren. Es gibt eine Community, die hat das unterstützt, die kennt sich damit in gewissen Bereichen aus. Derjenige ist nicht abhängig von mir. Man kann eben immer weiterentwickeln. Alles Sachen, Argumente dafür, um zu sagen, okay, wir haben hier ein Open-Source-Produkt und das ist einfach klasse und wenn du das bei uns nimmst, dann sind das die Vorteile, die du hast. Okay, Fragen?
Also, ja, oh ja, Hagen. Ich weiß nicht, ob das in dem Sprachgebrauch, das könnte ja im Grunde genommen aus dem Englischen genauso verstanden wird, wie wenn wir das jetzt hier in dieser formal-juristischen Projektdefinition, eine Projekt hat eine ganz definierte Anfangssituation, einen gewissen Ablauf, ein Endedatum und hat dann eben eine Endsituation oder eben die gleiche Situation wie am Anfang, wenn das Projekt irgendwie dann doch nicht so gut war. Ich weiß nicht, ob man wirklich das, ob man rein sprachlich auch, wenn die das als Projekt, dann stellt doch, ja, Entschuldigung. Ja. Und ich merke das auch bei mir selber, ich habe auch diese Services da gemacht und hier und was du alles gesagt hast. Und mittlerweile ist es so, dass ich immer mehr mit so Crowdsourcing-Sachen in Bewegung komme, also letztlich auch Crowdfunding. Das heißt, man hat die Idee und man braucht Geld und wie kriegt man das jetzt? Das kriegt man über sowas wie Flatter, Micropayment, über Einzelspender, oder was auch immer gut ist. Jedenfalls glaube ich, dass diese ganze Crowdfunding-Geschichte mehr wird. Bereich. Also dass jetzt Leute, die beispielsweise eine schöne Komponente haben, auf irgendeine wundersame Weise, sag ich mal, für diese Komponente belohnt werden. Es gibt wenig Systeme weltweit, die funktionieren, aber es gibt ganz, ganz viele, die das im Moment ausprobieren. Kickstarter, die machen sowas. Ich habe da mal so ein Teil fürs iPhone 4 gekauft, da kannst du das auf so ein Tripod draufschrauben und solche Sachen und irgendwie stellen und so. Das war total witzig. Hast du irgendwie... Es gibt ja so ein paar, die das versuchen. Also es gibt ja diese ganzen Subscription-Modelle, wo du im Grunde genommen, du kannst das, No Number ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Du kannst die Komponenten von denen benutzen, hundertprozentige Funktion, das Einzige, was du da hast, ist, da ist irgend so eine, das ist keine gekaufte, ist ein Commercial. Das ist ein Hinweis darauf, dass man dafür nichts bezahlt hat, sondern dass es immer die freie Version ist. Das ist das Einzige, was. Ansonsten ist das Ding voll funktionstüchtig. Du kriegst Updates, du kriegst alles. So. Im Grunde genommen ist das so eine Engine. Und wenn du dann irgendwie deine 90 Euro oder sowas im Jahr bezahlst, dann wird eben das auch ausgeblendet. Das ist ja im Grunde genommen diese ganze Subscription-Sache. Aber du meinst eher so die Masse, ne? Wo du sagst, irgendwie, ich möchte ganz gerne die Komponente machen und um das zu realisieren, brauche ich X Mark und guck doch mal, was spenden die alle. Also das selbst auch mit den Büchern so und weiß ich was. Und ich merke, das funktioniert auf eine gewisse Art. Also ich habe einen bestimmten Markt, aber die Leute müssen auch verstehen, wie die Sachen zusammenhängen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ändert sich langsam. Also es gibt viele, gerade in Deutschland, die immer noch so auf die Idee sind, eine Webagentur, das kostet so ein Budget und dann ist die Website mal fertig. Also die denken immer noch in diesen Projektgedanken so. Am 1.10. ist sie fertig. Und ich habe mein ganzes Leben gesehen, die fertig ist. Also die ist dann vielleicht mal irgendwie so da in irgendeinem Zustand. Aber interessant, danach wird es eigentlich erst interessant. Und danach wird eigentlich auch erst Geld verdient und danach wird auch vom Kunden erst Geld verdient. Deswegen auch der Satz mit dem Wert. Und das viel mehr, also jetzt bei das Geschäftsmodell, also viel auch dieses mit dem Kunden was machen. Ja. Ja, mit dem Kunden was machen ist immer sinnvoll. Mehr Fragen? Weil eine so richtige Frage war das nicht, oder? Weil mehr ein Statement. Ja, nee, ist okay, gut. Ja, okay. Ich habe einen Vorschlag für Hagen nochmal. Prozess ist, glaube ich, das Richtige dafür, anstatt Projekt. Ja, richtig. Ich glaube, das gilt ja aus vielen Beratungssituationen, dass das Beratungsprozesse sind, keine Beratungsprojekte. Ja.
Noch irgendwelche Fragen von irgendwem? Alle totgelabert. Dein persönliches Dienstwurf, du hast ja gesagt, dass du hast dich da auch verändert in den letzten 5, 6 Jahren. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass diese, also ich habe ja auch eine ganze Zeit lang, oder ich entwickle immer noch Software, so, und hatte auch eine ganze Zeit lang so den Gedanken, oh, da stecke ich jetzt so viel Zeit rein und so viel, und müssen eben gucken, dass diese ganze Entwicklungstätigkeit, die da, das war nun gar nicht mal so wenig, irgendwie ein Jahr oder so, das muss irgendwie wieder reinkommen. So, das war so mein Gedanke, und wir haben eben versucht, auch mit dem Gedanken die Software weiter zu vertreiben. Das hat aus verschiedenen Gründen eben nur in einem gewissen Rahmen geklappt. Nicht, weil das, was wir da gemacht haben, schlecht ist. Ja, nein, das ist nicht schlecht. Und da bin ich eben für mich eben so zu der Einsicht gekommen, wenn wir das irgendwie alles freier machen würden und würden uns mehr, anstatt versuchen, das irgendwo an den Mann zu bringen und Leute davon zu überzeugen, dass wir das einfach sozusagen in den Markt werfen und das irgendwie sich viral entwickeln lassen, das wäre vielleicht eine viel bessere Idee gewesen. Und letzten Endes, sagen wir mal so, man fühlt sich ja irgendwo schlecht, ne? Man hat was entwickelt, ein Jahr lang, hat da irgendwie Massenzeit und eigentlich Massengeld auch rein investiert, hat das Ding fertig, und jetzt kriegt man irgendwie das so nicht mehr so richtig zurück. So. Wenn man jetzt aber zumindest das gute Gefühl hätte, dass andere Leute das dann benutzen könnten und irgendwie damit noch was Sinnvolles passiert, dann hat man zumindest nicht mehr diesen Frust zu schieben. Da mag es vielleicht immer noch sein, dass man das rein von der finanziellen Seite einfach nicht funktioniert hat, aber dann hat das zumindest aus der Sicht funktioniert. Also Open Source, um den eigenen Seelenfrieden zu finden. Also hast du ein bisschen so dieses Senden oder eine Webseite? Ja, genau, so ungefähr. Also, ja, das geht ja schon. Ja, bitte. Ja, aber dafür braucht man keinen Download, keinen Donate-Button. Um Anfragen zu bekommen, kann man denn nicht vielleicht irgendwie seine Komponente, die man sowieso schon for free gegeben hat, noch vielleicht um das und das erweitern, damit man das dann besser bei seinem Kunden verkaufen kann und dafür Geld verdienen kann. Also solche Anfragen gibt es ja nun auch, gibt es ja zuhauf. Ja, also, was? Es gibt auch andere, ja, die einfach nur schreiben, deine Komponente ist scheiße. Okay, noch jemand anders irgendwie eine Frage? Ich meine, da hinten hätte ich vorne irgendwie eine Hand zucken sehen. Nein? Dann möchte ich zum Abschluss noch zwei Sachen ans Herz legen. Das untere hier ist das What Motivates People. Das ist so ein gezeichnetes Teil. Das ist super und erklärt im Grunde genommen das, was ich da erzählt habe, über Motivation und so weiter. Diese ganzen Themen, also das stammt alles, diese Research stammt eben genau daraus. Ist Bitly, What Motivates People. Und das da oben ist total interessant, da bin ich nicht drauf eingegangen, weil das auch wieder sehr theoretisch und so weiter ist. Zwar geht es darum, How can leaders inspire action? Und da geht es darum, der hat so einen Kreis, wo er drin schreibt, why, how and what. Also wie kommuniziere ich irgendwas? Und was das für Auswirkungen hat, auf die wie Leute das empfinden oder ob Leute das inspiriert zum Kauf zum Beispiel. Er macht ein paar Beispiele über Apple oder über Martin Luther King und solche Sachen. Sehr interessant, auch nur 18 Minuten ungefähr lang. Ans Herz gelegt, zwei wirklich ganz interessante, das ist länger, glaube ich. Das ist nur 10 Minuten. Also das ist eine wirklich sehr gut investierte halbe Stunde. Ja, dann möchte ich mich noch bedanken, das auch sogar auf einer Folie, aber ohne Wuff.
Und wenn noch Fragen sind, wer mir noch nicht bei Twitter followt, bitte erdeutz. Und mal fragen, ich bin noch den ganzen Tag heute hier, bis wir dann irgendwo eine Kneipe finden. Und morgen bin ich auch hier und ja, vielen Dank.